Ja, also 10 Sekunden circa habe ich jetzt besser gemacht. Wenn Sie den weiche Zurückfluch erlernen würden, Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Ja, Professor Garlic hat uns wieder gerufen. Wir sollen hier was machen. Professor Garlics Aufgabe 2. Professor Garlic möchte, dass ich chinesischen Kaukohl, eine Alraune und eine Venemosa-Tentacula zeitgleich im Einsatz erprobe. Zeitgleich? Okay. Außerdem soll ich Flussgras pflanzen und ernten. Mangelt es mir an Samen oder Pflanzen, so könnte ich die magische Rübe oder Wasserwegerich und Knollenblätterpilz besuchen. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Aufgabe führen. Okay, pflanze und ernte Flussgras. Weiß gar nicht, ob wir das schon können. Da müsste ich nochmal gucken. Und beschaffe alle 3 Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Ja, krass. Und dann krieg mal Flipendo. Das war ja, wo man ihn wegschnipsen kann, oder? Ich weiß gerade nicht. Alraune, Kaukohl, Venemosa, Tentacula. Ich würde mal... ich weiß nicht, ob das jetzt schon schlau ist. Zum Raum der Wünsche gehen. Oder wir gehen jetzt nochmal in Hogsmeade. Vielleicht ist das doch noch ein bisschen cleverer, jetzt in Hogsmeade zu gehen. Man könnte natürlich ja wieder die Sachen kaufen. Ne? All die hier gefordert werden, könnte man jetzt kaufen gehen. In Hogsmeade, in den verschiedenen Geschäften. Nach Hogsmeade. Aber ich würde jetzt gerne mal auch mal was selber anpflanzen. Dauert alles natürlich ein bisschen länger dann. Wir reden mal mit denen. Und außerdem habe ich immer herein. Nicht so viel Geld. Flipendo umdrehen. Leider Taschen lernen geht damit nicht. Ja, okay. Flussgrassamen, schalte die Fähigkeit frei, Flussgras in großen Töpfen zu pflanzen. Oh, da brauche ich große Töpfen. Kann sein, das schaffen wir ja gar nicht. Aber wir sollen ja eigentlich das machen, oder? Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Es hieß ja, dass ich pflanzen soll, oder? Pflanze und ernte Flussgras. Also steht wirklich da, soll pflanzen. Schauen Sie sich in Ruhe um. Also ist nicht so, dass ich, ne? Und alle Kampfpflanzen soll ich einfach nur zeitgleich nutzen. Also jetzt Flussgras können wir auf jeden Fall machen. Das habe ich jetzt eingekauft. Das war der falsche. Ach, das geht ja hier gar nicht, stimmt. Man kann ja hier gar nicht fliegen. Wir sind ja noch in Hogsmeade. Mehr oder weniger, so ein bisschen außerhalb. Weil da gerade jetzt so ein Ballon in der Luft geflogen ist. Und da dachte ich, okay. So, reden wir mal kurz. Was haben wir denn hier? Also hier könnte man noch die Samen von der Venemosa Tentacula holen. Und dann könnte man wahrscheinlich alle holen. Aber da brauche ich wahrscheinlich verschiedene Topfarten und so. Gar nicht mal so einfach. Haben wir 2 von denen im Besitz? Nee, es kommen 2 Stück raus, glaube ich, ne? Ich meine, man müsste nicht Pflanzen nur besorgen. Genau. Okay. Ah, so viel Geld habe ich ja sowieso nicht, ne? Ach, scheiße, schon wieder. Geldmangel. Gegenstände verkaufen. Ihre Sachen sind bei mir sicher, bis sie verkauft werden. Dann müssen sie sich mit Geld begnügen. Also wir können jetzt von 1 jedes holen. Die sind halt teuer. Ich hole mir einen Chines... Oder 2 sind es ja hier. 2 an der Zahl. Chinesisch Kaukohl. Sie haben... Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Und Venemose. Ich glaube, die Venemose hätte ich nicht gebraucht. Ich glaube, da hatte ich noch reichlich. Aber... Kommen Sie gerne wieder. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir kriegen ja dann Geld. Hast du Fluxgras im Inventar? Also nicht die Samen. Da müsst ihr mal gucken gleich. Auf jeden Fall würde ich das jetzt mal machen. Beschaffe alle 3 Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Also heißt nicht auch gegen Gegner. Ich werde jetzt einfach mal starten. Naja, die Tentacula war für den Arsch. Ist egal. 1, 2, 3. Einfach mal alles rausgeballert hier. Kann man bestimmt den Kampf richtig gut einsetzen, diese Kombination. Macht bestimmt richtig viel Schaden. Ja, ich gucke mal im Inventar. Hast du den Flussgras im Inventar? Schauen wir mal rein. Inventar. Ich glaube nicht. Nee. Haben wir wirklich nicht.
ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich das jemals hatte. Deswegen. Ich würde aber trotzdem jetzt zum Raum der Wünsche gehen. Ich würde das da mal pflanzen. Geht das mit meinem Topf dort? Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Gehen wir mal. Also ich muss sowieso in meinen Raum der Wünsche, weil wir haben ziemlich viele unidentifizierte Gegenstände. Aber wo war denn jetzt der geheime Räume? Raum der Wünsche? Ach, hier oben. Wo war denn der Raum der Wünsche? Ah, okay. Dann kauf eins. Ja, ich könnte auch eins kaufen, aber ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel Geld habe. Wir gehen mal hier kurz hier ran, damit wir das identifizieren können. Großer Topf. Oh, großer Topf haben wir ja nicht, nicht? Ich glaube, das ist schlecht. Sie haben ja jetzt ein Dipdarmblatt. Ich glaube, wir haben ja nur einen kleinen Topf, ne? Wir können jetzt... Ja, das ist ein kleiner Topf. Da brauchen wir schon was Größeres. Da können wir nicht einfach Flussgrassamen ernten und so weiter. Problem ist, wir können halt nicht pflanzen, ne? Wir haben momentan noch einen zu kleinen Ding. Also hier müsste ich noch... so einen größeren Pflanzentisch hinbauen. Und den haben wir ja leider noch nicht. Es gibt ja hier so Pflanzentische mit kleinen Töpfen. Also hier gibt es auch mit mehreren kleinen Töpfen. Wir haben nur jetzt eben mit einem kleinen Topf. Hier gibt es mit 5 kleinen Töpfen zum Beispiel. Und hier gibt es dann mit 3 kleinen Töpfen. Aber ich weiß gar nicht, gibt es hier dann einen großen? Ach so, ja, hier. Hier kann man mittelgroße. Ach, mittelgroße kann man noch machen. Große Pflanzentische, aber die müssen wir alle holen erstmal. Problem ist, du hast nicht auf mich gehört. Setz den Helm ab. Sie ist die Schau. Oh, ihr seid heute wieder nett. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Ja, ich habe... Das Problem ist, ich habe eh nicht so viel Geld gerade. Ich gehe wieder zu Hogsmeade, würde ich sagen. Geh mal hier hin. Dann verkaufen wir noch das Zeug, was ich jetzt... nicht mehr brauche und dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich mir eine Station kaufen noch. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin hier. Hier müssen wir runter. Ja, ich bin nicht auf der Hauptstraße, deswegen kommt mir auch alles so unbekannt vor. So, okay. Jetzt siehst du richtig schick aus. Oh, schön, oder? Ich fragte mich schon, wann wir uns wiedersehen. Jetzt sehe ich schick. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ja. Ich habe nicht auf den lieben Herrn Paris gehört. Das ist jetzt meine Schuld. Ah, und wir können... Das reicht natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen uns das Gras jetzt holen, oder? Zauberanweisung. Schneidestation, Dungkomposter... Mit 2 großen Töpfen. Und selbst mit großen Topf reicht es nicht immer. Wir sind so arm. Mit 3 kleinen Töpfen. 3 kleine brauche ich auch nicht, wenn ich keinen großen habe. Kauf das Fluxgras, ja. Werde ich auch machen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfe. Weil das, ich kann mir sonst das nicht. Ich kann jetzt keinen Tisch machen. Ich hätte es ja gern gepflanzt, so wie es da steht. Ich hätte es ja auch gemacht. Aber ich habe leider kein Geld gerade. Da müsste ich erstmal irgendwie farmen. Dass ich mal irgendwie Geld kriege. Das war doch auch mal schön, ein Ritter zu sein. Für eine Weile. Ich bin gleich für Sie da. So, was haben wir denn? Flussgras, war das Flussgrasstamm, war das, ne? Oder? Nee, warte mal kurz. Niemand kann behaupten, meine Regale Flussgras. Kann das sein, dass man hier denn nicht Flussgras kriegt? Da hieß ja Flussgrasstamm. Ist das was anderes zwischen Flussgras und Flussgrasstamm? Nee, ich glaube, das ist das gleiche, oder? Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Nee, das ist was anderes. Pflanze und Ernte Flussgras. Flussgrasstamm? Okay.
Ja. Das ist anscheinend wirklich, wir müssen das wirklich pflanzen. Willkommen, immer herein. Wo war ich gerade? Da haben wir ja das schon gekauft, ne? Diesen Samenpaket. Wahrscheinlich müssen wir das wirklich pflanzen. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ach du heilige Scheiße. Ja, dann können wir das nicht weitermachen, solange wir kein Geld haben. Leider. Ich weiß sonst nicht, wie wir jetzt Geld kriegen hier. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je. Kauf das jetzt, ne? Ich hab's doch schon. Ich hab's doch jetzt schon mittlerweile. Flussgrasstamm. Biegsame Stängel, die für den Fokustrank verwendet werden. Flussgrassamen. Doch, hier steht Flussgrassamen und da steht Flussgras. Ah, okay, können bei der magischen Rübe erworben werden. Achso, die Samen können dort und muss in großen Töpfen gepflanzt. Ach ja, alles verstehe ich. Ja, also wir brauchen wahrscheinlich, es steht ja auch schon da, ne? Pflanze und Ernte. Also es ist ja wirklich dieser Pflanzgedöns, also kann man nicht kaufen, leider diesen Kurzabschnitt machen. Ja, kann man leider keine große Pflanzentisch jetzt leisten. Deswegen müssen wir jetzt erstmal, glaube ich, was anderes machen. Gibt es im Gewächshaus was zum Looten? Gewächshaus, ah ja, stimmt. Da könnte man auch nochmal gucken. Das Gewächshaus, da habe ich mich ja auch mal, da habe ich auch mal schon ein bisschen, geklaut alles dort drin. Also da hatte ich ja vor allen Dingen diesen chinesischen Kaukohl, der ja ziemlich gut war. Wie schön, Sie zu sehen. So, im Kampf fand ich ihn gar nicht mal so schlecht. Meine Dipdarmblätter sind auf jeden Fall am Start. Revelio. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr hier zu looten. Verdammt. Ich komme mal wieder zu meiner Pflanze. Ist hier noch irgendwas? Soll man das mit Reveo sehen? Ja, hier. Hier gibt es die ganzen Tentakulas, glaube ich. Aber auch riesig, ja. Die muss man ja mal ernten hier. Revelio. Hatten wir noch eine Handbuchseite. Lenkpflaumen. Diese orangefarbene, rettichartige Frucht hängt kopfüberschwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Okay. Sieht echt spannend aus. Das ist die Puppe, die man angreifen kann. Revelio. Jetzt steht auf einmal Kehre zu Professor Garlic zurück. Tentakula. Warum? Weil ich habe doch das jetzt noch nicht abgeschlossen. Ich habe doch noch nicht gepflanzt und geerntet. Komisch. Vielleicht wahrscheinlich ein Bug gewesen. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte.
wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus. Ja, natürlich gleich üben. Ich möchte auf jeden Fall jeden Zauber mal ein bisschen kennenlernen. Wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Dank der kurzen Abklingzeit eignet er sich hervorragend zum Jonglieren. Seine Fähigkeiten, Objekte auf Anhieb zu kippen, ist nützlich, um Rätsel zu lösen und die Schwächen bestimmter Gegner auszunutzen. Aha. Auf Anhieb zu kippen. Aber bitte, achten Sie auf die Pflanzen. Achten Sie auf die Pflanzen. Das war Professor Garlicks Aufgabe 2. Wir sind Stufe 20 geworden.